Hi, mein Name ist Mascha. Ich bin Lululemon Ambassador für die Stadt Berlin. Das sind Pia und Philipp. Gemeinsam machen wir heute einen Yoga Flow, 20 Minuten Yoga Praxis. Kommt in einen aufrechten Sitz mit gekreuzten Beinen. Einfacher Schneidersitz. Bringt eure Handrücken auf die Knie, schließt die Augen, entspannt die Schultern nach unten. Atmet vollständig aus. Gebt euch einen Moment Zeit, um hier auf eurer Matte anzukommen. Bringt die Hände vors Herz und setzt eure Intention für die heutige Klasse. Öffnet langsam die Augen, lasst die Hände nach unten sinken. Atmet ein, bringt die Arme gleich über die Seiten nach oben, streckt die Flanken lang. Ausatmen, zieht die Hände vors Herz. Nochmal einatmen, Arme über die Seiten. Ausatmen, Hände vors Herz. Bringt die Arme über die Seiten, streckt euch. Mit der Ausatmung dreht den Oberkörper nach rechts, twist nach rechts. Dreht die rechte Schulter so weit wie möglich nach hinten. Nehmt auch den Kopf mit, dreht euch weit über die Seite. Hebt den rechten Arm nach vorne, schräg über den Kopf. Lasst den Kopf los und atmet in die rechte Flanke. Wechselt zurück in den Twist. Arme über die Seiten, zurück zur Mitte, streckt die Flanken lang. Ausatmen, wechsel nach links. Dreht die linke Schulter mit der Ausatmung etwas weiter nach hinten. Hebt den linken Arm nach vorne, schräg über den Kopf. Lasst den Kopf los. Atmet in die linke Flanke. Wechselt zurück in den Twist. Zur Mitte, Arme über die Seiten und Hände vors Herz. Wir rollen in den Vierfüßlerstand. Ihr bringt die Hände vor den Knien zum Boden, die Knie unter die Hüften. Spreizt alle 10 Finger hier schon weit. Wir beginnen mit Katze-Kuh. Ihr rundet die Wirbelsäule nach oben, Schulterblätter auseinander. Einatmen, hebt den Blick für das geführte Hohlkreuz, zieht die Schultern zurück, Blick zur Decke. Super, nochmal ausatmen, Bauchnabel rein, Schulterblätter auseinander. Einatmen, geführtes Hohlkreuz, Schultern zurück, Blick zur Decke. Letztes Mal ausatmen, runden. Einatmen, hebt den Blick, geführtes Hohlkreuz, Schultern zurück. Komm in eine neutrale Wirbelsäulenposition, schieb das rechte Bein nach hinten raus, flex den Fuß. Schließ deine rechte Hüfte eher nach unten und den unteren Bauch ziehen nach oben. Heb den linken Arm neben dein Ohr nach vorne. Zieh dich einatmend in die Länge, ausatmen, Knie, Ellenbogen, Ellenbogen, Knie. Wir wärmen die Bauchmuskulatur. Einatmen, strecken. Ausatmen, runden, tiefe, gleichmäßige Atmung. Einatmen, Länge. Ausatmen, wieder runden. Einatmen, Länge. Bleibt hier, arbeitet an der Stabilität oder geht weiter. Ihr beugt das hintere Bein, greift diagonal über den Rücken, kickt den Fuß in die Hand, hebt den Blick nach oben. Pia macht sich hier viel Platz in der Kniekehle. Öffnet die linke Schulter. Langsam wieder lösen, Bein und Arm ausstrecken und wir stellen langsam wieder ab. Seitenwechsel. Das linke Bein nach hinten und oben raus. Flex den Fuß, zieh durch die Ferse nach hinten. Sehr gut. Schließ die linke Hüfte, Hüfte nach unten. Rechter Arm zieht nach vorne, Handfläche zur Körpermitte. Tief einatmen, Länge. Ausatmen, Knie, Ellenbogen, Ellenbogen, Knie. Einatmen, strecken. Ausatmen, Crunch. Bauchnabel rein. Super. Einatmen, Länge. Ausatmen, runden. Einatmen, Länge, hier bleiben oder weitergehen in die kniende Tänzervariation. Kick den Fuß in die Hände, heb den Blick. Schön viel Platz im Brustraum schaffen, in die Vorderseite des Körpers atmen. Langsam lösen, Bein und Arm ausstrecken und langsam wieder abstellen. Wir kommen in den abwärts schauenden Hund. Stellt die Zehen auf, streckt die Beine. Hände sind schulterweit geöffnet, die Füße etwa hüftweit. Schaut, dass die Füße parallel stehen, die Fersen eher so ein bisschen nach außen. Presst die ganze Handfläche in den Boden, die Handflächen nach unten, Finger schön gespreizt, die Schultern rotieren nach außen und das Becken schiebt weit nach hinten. Sehr gut. Der Kopf ist locker und entspannt.
Lockerer Nacken. Wir gehen weiter. Einatmen vor in die schiefe Ebene. Schieb deine Schultern über die Handgelenke, heb den Blick. Ausatmen, gleich wieder zurück, abwärts schauender Hund. Wir wärmen die Schultern auf. Nochmal einatmen vor, schiefe Ebene. Ausatmen, zurück in den abwärts schauenden Hund. Gute Variation von Pia. Sie beugt die Knie dabei leicht an. Einatmen vor, schiefe Ebene. Das kannst du gerne auch so machen. Ausatmen, zurück, abwärts schauender Hund. Einatmen, komm vor in die schiefe Ebene. Wir bleiben hier für ein paar Atemzüge, um weiter unsere Bauchmuskulatur zu trainieren. Heb den Blick nach vorne und schieb deine Fersen eher weit nach hinten. Das Steißbein schiebt nach hinten Richtung Fersen. Ihr macht euch mehr Platz zwischen den Schulterblättern. Der Bauchnabel zieht nach innen und oben. Super, wenn es zu viel ist, Knie abstellen, dann wird es ein bisschen leichter. Wir legen ab, Knie, Brustkorb, dann Kinn zum Boden. Die Ellenbogen sind nah am Körper. Schlängelt euch vor in die Kobra. Der Nacken ist lang. Ausatmen, schiebt euch zurück auf die Fersen und dann streckt langsam die Beine wieder zurück in den abwärts schauenden Hund. Kurz zwischenatmen, die Atmung wiederfinden. Die Ein- und Ausatmung ist gleich lang. Im Vinyasa-Yoga bewegen wir uns mit der Atmung. Hebt die Fersen, beugt die Knie, schau nach vorn, lauf ans vordere Mattenende, schließt die Füße. Hebt den Blick, Hände an die Schienenbeine, halbe Vorbeuge, Nacken lang. Ausatmen, wert leer, ganze Vorbeuge. Bringt die Arme über die Seiten, kommt mit geradem Rücken nach oben zum Stehen, zieht die Flanken in die Länge, seht die Hände, Hände vors Herz, in Tadasana, der Berg, Arme neben den Körper. Bring die Arme nach oben, verschränk alle 10 Finger in eine Faust. Wenn möglich, bring die Handgelenke zusammen, kreuz deine Daumen. Die Beine sind schön fest, Beckenboden leicht angespannt. Einatmen, zieht euch an der Taille nach oben. Mit der Ausatmung lehnt euch rüber nach rechts. Einatmen, pendelt zurück in die Mitte. Ausatmen nach links. Wir öffnen den Seitkörper. Einatmen, zurück in die Mitte. Ausatmen nach rechts. Die Beine sind schön fest, die Hüften bleiben in einer Linie. Einatmen, zurück zur Mitte. Ausatmen, wieder nach links. Einatmen, zurück zur Mitte. Öffne die Hände, Schulter weit und entspann deine Schultern nach unten. Heb den Brustkorb an und dann lehn dich zurück. Das Becken presst nach vorne. Ihr atmet in die Vorderseite des Körpers. Sehr gut. Streck die Ellenbogen, wenn möglich. Keine Angst vor der Rückbeuge. Schön viel Gewicht in die Fersen. Kommt nach vorne, hebt den Brustkorb, beugt die Knie leicht an, lasst euch nach vorne sinken. Tiefe Vorbeuge. Beugt die Knie ruhig etwas an, sodass ihr die Ellenbogen hinter euren Waden greifen könnt. Die Unterarme schieben jetzt an den Waden nach unten und ihr seht den Abstand zwischen dem Oberkörper und dem Oberschenkel. Der bleibt sehr klein. Diesen Abstand, den wollt ihr so halten. Entspannt den Kopf nach unten und dann fangt langsam an, eure Beine wieder zu strecken. Nur so weit, wie das für euren unteren Rücken heute möglich ist. Entspannt den Kopf, der Kopf ist locker. Der Nacken entspannt. Atmet in den unteren Rücken. Bringt die Hände zum Boden, Schritt zurück, schiefe Ebene. Für High Push-Up, Chaturanga Dandasana, beugt die Ellenbogen 90 Grad in die Taille, roll vor und hoch in den aufwärts schauenden Hund, Schultern zurück, Blick zur Decke. Ausatmen zurück über die Zehen in den abwärts schauenden Hund. Atmung wiederfinden. Nacken entspannt, Kopf locker, Schultern rotieren nach außen. Die Handflächen pressen in den Boden, entspannen die Finger. Heb einatmend die Fersen, beugt die Knie, schau nach vorn, lauf ans vordere Ende der Matte, schließ die Füße. Einatmen halb vor, ausatmen, werd leer, ganze Vorbeuge. Arme über die Seiten, komm mit geradem Rücken nach oben zum Stehen, sieh die Hände, Hände vors Herz, in Tadasana. Einmal ganz der Sonnengruß, einatmen, Arme über die Seiten, ausatmen, ganze Vorbeuge, tauch ab. Hebt den Blick halb vor, gerader Rücken, Hände flach zum Boden, Schritt zurück, schiefe Ebene. Beugt die Ellenbogen 90 Grad in die Taille, roll vor und hoch in den aufwärts schauenden Hund, ausatmen zurück in den abwärts schauenden Hund. Wenn ihr merkt, diese Variante ist euch zu viel, ihr habt die Kraft in den Armen nicht, könnt ihr alternativ auch wieder die Knie, Brustkorb und den Kinn ablegen. Hebt die Fersen, beugt die Knie, schaut nach vorn, lauft ans vordere Ende der Matte. Einatmen halb vor, ausatmen ganze Vorbeuge, tauch ab.
Arme über die Seiten, kommt mit geradem Rücken nach oben zum Stehen. Die Hände vors Herz in Tadasana. Öffnet die Füße, tretet zur Seite. Die Fußspitzen drehen leicht nach innen. Bringt die Arme parallel zum Boden. Je größer der Schritt, desto einfacher hier die Position. Vorbeuge mit gespreizten Beinen. Einatmen, lehnt euch leicht zurück, hebt das Kinn an. Ausatmen, kommt nach vorn in die Vorbeuge. Stellt die Hände unter die Schultern. Und lauft die Hände dann nach hinten, entspannt die Kopfkrone nach unten. Ihr wollt mehr Gewicht nach vorne verlagern, auf die Vorderseite des Fußes, auf den großen Zeh. Ihr dürft hier gerne die Knie leicht anbeugen, wenn es zu viel ist. Entspannt den Nacken. Sehr gut. Lauf die Hände zurück unter die Schultern. Bring die linke Hand in die Mitte, unter dein Gesicht. Und dann heb den rechten Arm. Schieb den Boden von dir weg. Super. Zieh die Arme in eine Linie. Schöne Drehung im oberen Rücken. Wechsel. Bring die rechte Hand wieder nach unten. Und schieb die Hand in den Boden. Heb den linken Arm nach oben. Schau deine Handfläche hinterher, wenn möglich. Wenn es zu viel ist für deinen Nacken, kannst du auch nach unten schauen. Handfläche wieder ablegen und Oberkörper und Nacken nach unten entspannen. Einmal kurz hängen lassen. Heb den Blick, bring die Hände in die Taille und komm mit geradem Rücken nach oben zum Stehen. Dreh den linken Fuß auf, tritt ans vordere Mattenende in Tadasana. Wir setzen uns tief auf den Stuhl, ihr setzt euch, Fingerspitzen berühren den Boden, streckt die Arme nach oben, Blick zwischen die Hände. Auch hier, zieh den unteren Bauch nach innen, bleib bei der Atmung. Tief einatmen, ausatmen, erst Hände zum Boden, dann streckt die Beine, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, gerader Rücken, Hände zum Boden, Schritt zurück, schiefe Ebene. Beugt die Ellenbogen 90 Grad, nicht weiter. Roll vor und hoch, aufwärts schauender Hund, Schultern zurück, Blick zur Decke, super. Ausatmen, zurück in den abwärts schauenden Hund. Mit der Einatmung bring dein rechtes Bein nach hinten und oben raus. Schieb viel Gewicht nach hinten, versuch die Schultern gleichmäßig zu strecken, die Ellenbogen gleichmäßig zu strecken. Super. Ausatmen, stell dein rechtes Bein nach vorne zwischen die Hände, dreh die hintere Ferse auf 45 Grad. Optional lässt du die Ferse oben. Heb den Oberkörper an für High Lunge oder Krieger 1. Die ganze Variante vom Krieger 1. Schultern und Hüften zeigen nach vorne. Sehr gut. Wenn du möchtest, kannst du die Handflächen zusammenbringen. Lass die Ellenbogen gestreckt. Viel Gewicht ins hintere Bein, das Bein ist gestreckt. Streck das vordere Bein, öffne Arme und Torso rüber nach links für das Dreieck. Segel an der rechten Hand nach vorne, die rechte Hand aufs rechte Schienbein für Uttita Trikonasana. Philipp nimmt hier einen Block. Wenn du einen Block zu Hause hast, dann hilf dir gerne mit dem Block. Ansonsten stellst du die rechte Hand aufs Schienbein. Die Arme ziehen in eine gerade Linie und du entspannst die untere Schulter so gut wie möglich. Schultern und Hüften wollen in eine Linie. Schaut nach oben in die Hand, wenn möglich. Wenn es zu viel ist für den Nacken, schaut ihr nach unten. Schau Richtung Boden, zieh dich am linken Arm nach oben zum Stehen. Und dann beugt dein rechtes Knie tief für den Krieger Nummer 2. Sehr gut. Ihr wollt, dass das rechte Knie über dem rechten Sprunggelenk ist. Verlagert viel Gewicht nach hinten, streckt das hintere Bein. Die Wirbelsäule ist genau in der Mitte zwischen beiden Beinen, nicht nach vorne oder nach hinten ausgerichtet. Entspannt eure Schultern nach unten. Wenn möglich, zieht den Bauchnabel ein und das Becken Richtung Boden. Atmet ein, streckt das vordere Bein. Ausatmen, beugt das Bein tief, die rechte Hand außen vom rechten Fuß zum Boden oder gerne auch wieder auf den Block. Zieh den linken Arm nach oben, schräg über den Kopf. Die Außenkante vom linken Fuß und der rechte Arm bilden jetzt eine lange gerade Linie. Bring die linke Hand zum Boden, heb die hintere Ferse. Wir treten wieder zurück in den Flow. Beugt die Ellenbogen, Chaturanga Dandasana. Einatmen, aufwärts schauender Hund, Schultern zurück, Blick zur Decke. Ausatmen, zurück in den abwärts schauenden Hund. Sehr gut. Wir wechseln die Seiten, das linke Bein nach hinten und oben raus. Ausatmen, tritt vor zwischen die Hände. Entweder du lässt die Ferse oben oder auf 45 Grad. Heb den Oberkörper an für Krieger 1 oder High Lunge. Sink tief ins vordere Knie. Schultern und Hüften drehen nach vorne.
Wenn du möchtest, schließ deine Hände. Atme ein, streck das vordere Bein. Ausatmen, öffne Arme und Torso nach links. Segel an der linken Hand weit nach vorne. Linke Hand auf linkes Schienbein. Blick in die rechte Hand. Für das gestreckte Dreieck. Wir ziehen hier die Arme auseinander. Blick zum Boden. Zieht euch am rechten Arm nach oben zum Stehen und beugt das linke Knie tief für den Krieger 2. Wieder schön viel Gewicht nach hinten, die Außenkante vom Fuß presst in den Boden. Atmet ein, streckt das vordere Bein. Ausatmen, beugt das tief, linke Hand außen vom linken Fuß. Flach zum Boden, nutzt immer die ganze Handfläche oder nutzt den Block. Zieht den rechten Arm nach oben. Die Drehung, der gedrehte Seitwinkel. Hier wollt ihr den Oberkörper Richtung Himmel drehen, unter dem rechten Arm hindurch. Bringt die rechte Hand wieder zum Boden, hebt die hintere Ferse, Schritt zurück, schiefe Ebene. Beugt die Ellenbogen 90 Grad, vor und hoch, aufwärts schauender Hund. Ausatmen, zurück in den abwärts schauenden Hund. Super, kurz zwischenatmen. Wir kommen in die Bodenserie. Kommt langsam vor in die schiefe Ebene. Und in Zeitlupentempo legt langsam am Boden ab. Super. Streckt die Arme nach hinten, schließt die Füße für die Heuschrecke. Die Handflächen können nach oben zeigen. Mit der Einatmung hebt gleichzeitig Beine und Oberkörper vom Boden. Stellt euch vor, ihr hättet einen Bleistift zwischen euren Schulterblättern und diesen Bleistift wollt ihr zusammenpressen. Atmet aus, legt langsam wieder ab. Sehr gut. Kurz zwischenatmen, Atmung in den unteren Rücken. Beugt beide Beine an, greift die Außenseiten der Sprunggelenke für den liegenden Bogen. Wenn diese Variante zu viel ist, macht ihr einfach nochmal die Position von davor. Atmet ein, kickt die Füße in die Hände, versucht eure Knie nicht weiter als hüftweit zu öffnen. Hebt den Blick, denn die Wirbelsäule folgt immer dem Blick, also den Augen. Pia macht sich hier wieder schön viel Platz in den Kniekehlen, um den Bogen weiter aufzuspannen. Und ihr legt langsam wieder am Boden ab. Streckt die Beine nach hinten aus. Streckt den rechten Arm nach vorne und rollt über die rechte Seite auf den Rücken. Ihr könnt hier gerne eure Knie einen Moment zur Brust ziehen, den unteren Rücken etwas ausmassieren. Und gerade nach den vielen Rückbeugen, die wir gemacht haben, fühlt sich das besonders gut an, wenn wir den unteren Rücken etwas ausmassieren. Stell die Füße am Boden ab, etwa hüftweit, sodass die Mittelfinger die Fersen berühren. Schieb Gewicht in die Füße, heb erst das Becken, den unteren, mittleren und oberen Rücken, so als wolltest du dich vom Boden wegpellen. Greif alle 10 Finger ineinander und komm auf die Außenkanten deiner Schultern, bis das Becken richtig hoch zeigt. Öffne die Hände, roll langsam wieder nach unten. Und ziehe nochmal hier die Knie zu dir heran, massiere den unteren Rücken aus. Bring die Arme zur Seite, neben den Körper. Lass die Knie nach links sinken, den Blick nach rechts, der liegende Twist. Du kannst hier schon die Augen geschlossen halten. Es ist gar nicht so wichtig, ob dein Schulterblatt am Boden bleibt oder nicht. Entspann dich in die Drehung hinein. Und zurück zur Mitte, zieht die Knie wieder zur Mitte, Seitenwechsel. Und dann kommt zurück zur Mitte, macht euch bereit für die Endentspannung, Shavasana. Streckt die Beine nach vorne aus, legt die Arme neben den Körper. Lass die Fußspitzen locker auseinanderfallen, schließ die Augen. Gebt jetzt das gesamte Körpergewicht am Boden ab. Ihr dürft natürlich noch länger in der Endentspannung bleiben, wenn ihr diese Sequenz zu Hause macht. Lass deine Atmung los. Gib dir einen Moment der kompletten Ruhe.
Wir lösen langsam wieder auf, rollt euch zu einer Seite eurer Wahl. Kommt langsam mit geschlossenen Augen nach oben in einen aufrechten Sitz. Bringt die Hände vors Herz, haltet einen Moment inne und bedankt euch bei euch selbst. Dann bringt die Hände zur Stirn für klare Gedanken, zum Mund für ehrliche Worte und zum Herzen für Liebe und Mitgefühl. Dann senkt den Kopf, hebt ihn, öffnet die Augen. Namaste.